Willkommen zum knusprigen Mexikaner. Zusammen mit Maxi, wir spielen Kebab Simulator. Falls ihr einfach mal die komplette Eskalation sehen wollt, man kann im Spiel nämlich richtig viel Mist bauen, könnt ihr gerne mal hier auf dem Hauptkanal abchecken. Und ich habe Maxi jetzt versprochen, dass wir zwei Tage wirklich mal ernsthaft spielen. Der gibt sich voll die Mühe, der macht so 5-Sterne-Rezepte. Und jetzt gibt's, wir servieren jetzt heute auch den Kunden nichts Schimmeliges mehr. Deswegen Konzentration. Alle Links von Maxi unten in der Beschreibung. Ganz viel Liebe. Und unsere Live-Chats sind gerade auch dabei. Deswegen kommt gerne bei uns beiden auch mal live vorbei. So, Maxi, was kann ich tun? Ich tue alles, was also. Du sagst. So, also, genau. Wir haben hier immer unsere Rezepte. Und wir können uns da welche aussuchen. Wir haben jetzt eine Tomatensuppe, Chicken Breast und Grilled Beef. Hier sind immer die Ingredients dazu. Und wir servieren heute bestimmt eine Suppe, oder? Pass auf, was? Du kümmerst dich jetzt ganz kurz mal um die Suppe, ja? Ich gebe dir ganz kurz, du siehst ja bei der Suppe, wenn du die reinmachst ins Linksnetz zur Speisekarte, kannst du es anpinnen, dann kannst du es links unten öffnen, dann siehst du, was du kaufen musst, ja? Wie kann ich es anpinnen? Wenn du bei Speisekarte öffnest, das nach Menü links rein. Menü oder Recipes? Menü. Ja. Dann gehe ich auf die Suppe. Links, ja, und dann kannst du, wenn das links bei der Speisekarte drin ist, ja, dann kannst du das rechts davon, ist so ein Unpinning. Okay. Dann kannst du es. Soll ich alles holen, was wir dafür brauchen? Ja. Okay, 2 Tomaten. Und wir müssen das mal hinbekommen, dass wir vielleicht 2 gleichzeitig servieren. Ja. Das wär richtig gut. Maxi, ich habe das Gefühl, das Spiel macht dir auf einmal Spaß. Das Spiel macht mir allgemein Spaß. Ich will mit euch allen zusammen, mit allen, die gerade zuschauen, was richtig schön ordentliches hier hinbekommen. Oh, lovely. So, dann haben wir einmal Milch. Wo kriege ich denn Milch her? War das hier? Ja. Wunderbar. Milch? Was? Gebacken falsch? Egal. Verkocht? Egal. Wir servieren das jetzt. Hä? So. Wo krieg ich denn Milch her? Der Tag ist schon ein bisschen länger drin, ne? So, wir machen das mal ordentlich, ne? Ach, unteres Regal da unten. Ich hab's gar nicht gesehen. Tomaten hast du geholt? Ich pack die schon mal für dich hier aus, ja? Ich leg die mal hier hin. Ah, da. Milch. Butter, hat er auch Butter hier? Butter. Haben wir keinen Mülleimer? Doch, vorne an der Tür. Hey, warum bist du denn sauer? Was ist denn dein Problem, Alter? Geh weg hier. Nee, nicht du, alles gut. Ja, eine Kundin ist sauer, ich weiß nicht genau warum. Wir müssen hier überall noch verschimmeltes Essen, warum liegt denn das hier rum? Brauchen wir eigentlich nicht Tomatenpaste auch? Stimmt. Das kann ich dir nicht sagen. Aber wo ist denn die Butter? Ah, hier, vor mir. Ich bin heute echt. So. Na toll, jetzt packt er das nicht in 2 Kartons, dieser Idiot. Oh. Au. Maxi, schneller! Kannst du abwaschen vielleicht? Nehm mal kurz. Okay, ich hole kurz das letzte Paket, dann mach ich's. Ja, alles gut. Wird schon wieder dunkel? Wir haben noch nicht mal angefangen. Ja. Hat das hier 2 offene Türen? 156, das Restaurant, das Rezept wird immer besser. Ich verfeine das. Geil. Wir müssen noch ein bisschen Geld machen halt. Ich glaube, ne? Wir müssen künftig die Rezepte fertig machen und dann erst öffnen. Woisch. Ja. Und wir können wir nicht die Rezepte preppen und in den Kühlschrank packen? Ich weiß nicht, ob wir das machen können. Wäre aber cool. Wir sind jetzt, Level 4 schon. Erstmal Transfer to Soup Plate. Der Laden von uns heißt Knusprige Mexikaner. Das ist ein sehr schöner Laden. Wo finde ich denn Topf? Topf? Ja. Wir haben vielleicht doch keinen. Cookpot brauchen wir. Muss ich jetzt einen kaufen? Der Tag ist vorbei, räumen Sie auf. Und lassen den Tag ausklingen. Cookpot. Ah, ja, mein Bester, guck doch mal, Restaurant ist doch zu. Mensch. Mai, oh Mai. Ja, gut. Am Ende des Tages muss man halt auch immer mal ein bisschen nochmal sauber machen, ne? Ja. Für keinen Weg drumherum. So, Cookpot. Dann mache ich das aber morgen, oder? Obwohl, Wasser. Ja, mach morgen in der Früh, machen wir das. Wenn du willst, können wir nochmal ordentlich ein bisschen Geld verzocken. Ich meine, ein bisschen Geld versuchen reinzuspielen. Ja. Ja, hört sich gut an. Essen ist leer, ja. Aber wir haben eh schon zu. So, dann außer machen wir die Tomato-Slice rein. Tomato-Slice. Und irgendwie auch mehr Essen, ne? Die Kunden haben jetzt schon wieder Hunger. Ja, mein Essen ist leider ausgegangen. Gibt's erst morgen wieder. 8 Tomatoslice.
Okay. So. So. Und dann brauche ich Milch. Was? Du machst jetzt schon mal? Du weißt, wenn du das hier reinpackst, ne, und der Tag vorbei ist, dann ist das weg, ne? Ja, aber ich tue es im Kühlschrank. Okay, das ist natürlich was anderes. Warum ist denn hier unten Rüschis auf dem Boden? Passiert, ne? Ja, ich bin gerade überfordert. So, und wo ist jetzt? Wir haben keinen Herd. Wir müssen uns einen Herd kaufen, Maxi. Ein Herd? Es ist soweit. Wir können langsam auch mal ein bisschen ausbreiten, ne? Ja. What's hier ein Herd? Ups, der Shit wollte ich nicht bearbeiten. Hä, wir haben keinen Herd? Kommt was noch. Kann doch nicht sein, dass ich das jetzt da reinpacken muss hier, oder? Ernsthaft? Ab Level 5 können wir noch einen Stand, glaube ich, hinzufügen. Ach so, ja, dann können wir die Suppe noch gar nicht machen. Ah, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Stations, sagen die Leute, hat's. So, Stations. Genau? Ja. Ich baue uns nochmal so einen Serviertisch hin, ja? Ja, aber Stations ja, ist es tatsächlich. Wunderbar. Ah, doch hier. Nice, danke. Ah, das ist ein bisschen klein, oder? Obwohl, geht. So, dann nehmen wir uns den und packen den hier drauf. Let's go. Hast du ein Herz jetzt dir gekauft gehabt? Ja. Ah, wunderbar. Ich wollte gerade sonst einen kaufen für dich. So, was brauchen wir noch? Oh, es ist Tomatensuppe geworden. Muss ich das eigentlich ganz hochfeuern oder wird es dann verbrannt? Okay, fertig, Maxi. Die Suppe ist durch. Ja? Können wir hier in den Kühlschrank packen für morgen? Nice, guck mal. Ja, wunderbar, ist doch schön. Wollen wir den Tag ausklingen lassen und ja, eigentlich ausmachen, den Ofen? Oder ach so, wir können ja immer nur zwei machen, wenn wir zwei nebeneinander stellen. Ich dachte, wir können vielleicht mehreren eins packen. Nee, ich glaube, wir können unterschiedliche machen jetzt. Okay, geil. Das heißt, wir machen deins und meins rein, weißt du? Machen mal richtig Asche. Mm. Komm mit, Gnu. Und die Suppe hält zwei Tage, wenn wir sie in den Kühlschrank packen. Das ist doch super. Nur wollen wir vielleicht noch ein bisschen spielen. Nein! Mit 20 haben wir ganz viel. 20 Dollar. Ein bisschen. Du zeigst mir jetzt, wie es geht. Komm. Ach Gott, nein. Setz dich hin an den Tisch. Du musst 21 erreichen. Du kennst ja Blackjack, ne? Nein. Wie du nein? Setz dich hin. Day is over. Clean up and close the restaurant to finish. Ich kann nichts anderes machen. Ich spiele. Nein, Maxi. Guck hier, 40. Maxi, nein. Ich zeig dir ganz kurz, wie schnell man auch mal gewinnen kann. Dann wie schnell man verlieren kann dafür. Vielleicht. Komm, wir haben jetzt 15. Wieso habe ich jedes Mal 15? Das ist voll scheiße, wenn 50. Ich geh nochmal hoch. 25! Das ist scheiße! Noch einmal genug. Einmal. Noch einmal mit 40, dann bin ich raus. Wirklich, für heute ist dann Schluss. 10 ist gut. 20 ist stabil. Wir bleiben bei 20. 20 wird es niemand schaffen. 15 ist scheiße. 22, das geht an uns. Easy. Guck mal, wir haben Plus gemacht. Mit den 80ern spielen wir jetzt auch nochmal eine Runde. Letzte. Guck mal, 80. 10 ist wieder stark genug. 12 ist ein bisschen. Wir gehen noch einen höher, ja? Maxi, genau so verliert man viel Geld. 18 bleiben oder wir bleiben, ja? 18 ist kritisch. Ja, okay, probier's. Ich versuche mit 18, das ist kritisch. 23, das ist unser Ding. Wieder, guck mal. Noch ein letztes für heute. Dann gehen wir schlafen und mit einem guten, weißt du, wir gehen beruhigt schlafen. Wir wissen, wir haben was erreicht im Leben. Weißt du? Weil wenn wir jetzt auch verlieren, wir haben trotzdem Plus. 21 ist stabil! Guck mal, Gnu! Siehst du, wie man spielt? Noch einmal. Komm, wir können ein bisschen höher gehen, weil wir ein bisschen mehr Plus gemacht haben. Letzte Runde. 111, wir gehen raus. 111 und wir gehen raus. Ach, guck mal, da können wir hochgehen, ja? Hochgehen? Ja, okay. Nur hochgehen? Ja. Ein hoch? Ja, ein hoch. Ein hoch. Jetzt ist wichtig. Wir bleiben bei 19. Wir bleiben bei 19, ja? Okay. Wir bleiben bei 19. 21! Doch, egal, wir gehen raus. Komm mit, wir gehen schlafen. Oh Gott, ey, geil. Wir haben, guck mal, overall haben wir, glaube ich, 50 plus gemacht, oder? Vorher, nachher? Yeah. Wir haben plus gemacht, glaube ich. Man muss auch mal was im Leben riskieren, Gnu. Und wirklich, so, meine lieben Kinder, beginnt Spielsucht. Gnu, das ist ein Spiel. Ich würde das ja niemals in echt machen. Gnu, ich habe minus von 250k. Oh. Kannst du ein bisschen Geld leihen? Nein. Okay. Wir haben hier ein neues Rezept. Okay, wir kochen ganz schnell und wir machen beide unsere Rezepte. Wir servieren die, dann machen wir den Tag auf, ja? Mhm. Wollen wir vielleicht nochmal ein Chicken paar Legs. Einen Tisch vielleicht nochmal hinstellen? Für eine größere Gruppe an Leuten? Ja. Alright, dann kaufe ich uns mal einen Tisch, ja? Ja.
Und Chicken Legs will ich reservieren. Du kannst ihn auch ein bisschen umplatzieren, wie du magst. Ich stelle jetzt einfach mal so quer rein. Okay. Okay? Yeah. Yeah? Okay. So, move. Alright, wir gehen mal Speisekarte durch. Ich mach für heute, ich mach ein Chicken. Das haben wir Stufe 4 schon. Ah, nee, warte mal, das ist gar nicht Chicken. Weg mal, geh mal weg. Lass Soll ich Legs holen? Oh. Chicken, warte mal. Ach, wir haben Chicken Legs jetzt? Ja. Ah, okay. Ich hol. Machst du, willst du Chicken... Warte, wolltest du nicht die Suppe machen? Die ist schon fertig, die ist ja im Kühlschrank. Das haut dir alles weg von den Socken, ne? Okay, das heißt, soll ich die Suppe schon mal... Ist die ganz fertig? Ja, du kannst sie schon mal erwärmen. Erwärmen doch mal. Ich würde schon mal 2 Legs holen. Und 2 Schneidebretter wäre echt nicht schlecht. So, let's go. Danke. Voll teuer. Wie ist denn das? Ich weiß nicht genau, wann die Suppe fertig ist. Wie viele Leute bedient denn ein Rezept? Weißt du das? Hm? Wie viele Leute bedient ein Rezept? 6 Leute immer so ungefähr. Okay, dann packe ich das mal hier rein. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht hier, ja? Yes, Moment. Ach so, du musst es einfach anmachen. 0,2? Oh, warte. Ich glaube, das ist schon passend. Nee, habe ich schon alles. Nein, pass auf, warte. Okay. 0,2 muss da rein. So, okay. Und dann Tomaten haben wir keine mehr. Und dann auf dem Plate. Das war's schon. Easy. Ein Teller essen sind 4 Leute. Oh Mann! Ah, ich mach nochmal. Ein Teller essen sind 4 Leute. Okay. Wie wir da rumrennen. Hä, das... Gru, ich mach nie wieder Suppe. Was los? Ich hab's verkackt. Deine ganze Suppe war alles... Ich hab alles verworfen. Nein! Doch, ehrlich. Warum? Warum? Guck, ich hab zu viel reingemacht. Ich kann's nicht verkaufen. Echt jetzt? Ja, ich hab's kaputt gemacht. Ehrlich jetzt. Nein. Doch, ehrlich. Warte, vielleicht jetzt... Versuch ich jetzt rechts rein zu machen? Ja, geht jetzt? Doch. Ah, geht's. Wie gut. Oh! Voll gut. Ja, voll gut. Ja, richtig gut. Okay. Ja. Wollen wir beim anderen Hähnchen Beine oder Hähnchen Brust reinpacken? Beinchen, aber wir brauchen wieder Zeug zum Anzünden. Ich hol mal. So, Kohle habe ich. Kohle hast du? Ja. Ah, also krasse Stufe. Ich brauche jetzt nur was zum Anzünden und ihr. Ich komme. Muss ich eigentlich die Tomatenslices, die muss ich nicht anbrennen. Doch, Grill, doch. Ja, ich mach an. Ja, mach an. Ja, so. Musst du das würzen, das Hähnchen? Nee. Gar nichts. Gar nichts? Ah, doch. 3 Salz und 3 Chili Pepper. Was sind unsere Würze hier? 1, 2, 3. Und Salz. Das ist für die... Oh. Flip und flip. Flip, 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 flip. Flip, 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 flip. So, bitteschön. Jo, wie weit bist du? Dann kann ich das, dann kann ich. Soll ich schon mal aufmachen? Yes, eine Sekunde. Eine Sekunde. Moment. Boah, sieht aber wunderbar aus. Lass mich mal ganz kurz nochmal ins Rezept reingucken. Kartoffeln, sind das die Kartoffeln? Es gibt doch hier keine Kartoffeln. Oh doch. Also 2 Hühnerbeine, ja. Grillen, Tomaten schneiden. Okay. Ich hol schnell. Nee, das war's. Echt? Ja. Keine Kartoffeln? Da steht nichts mit Kartoffeln. Genau, aber auf dem Bild sind Kartoffeln drauf. Ja, das ist was auf dem Bild ist, egal. Wir servieren das hier. Rein da. Hey, was für Tomatensuppe? Was haben wir Tomaten? Ah, warte mal. Gib mal kurz den Teller. Hm. Warte, ich stelle ihn hier hin. Hä? So. Warum ist nur die Tomatensuppe? Ey, wir müssen das irgendwie geht das bestimmt. Wie kriegen wir das hin? Vielleicht nochmal einen neuen Counter machen? Ich wette mit dir, die Community weiß es. Hm. Ah, jetzt. Speisekarte kann nicht geändert werden, solange noch Tag ist. Digga, hat der gerade einen Bär da in der Hand gehabt?
Hä? Wieso kriegen wir das nicht hin? Wieso geht das nicht? Da ist noch die Suppe drin. Ihr müsst es in die Speisekarte ziehen. Aber ist es doch. Ich bin, ja, ich weiß, ich bin. Ah, es ist noch nicht drin. Okay, warte. Ja, aber wie kriegen wir das da rein? Rezeptbuch. Ja. Menü. Stimmt, wie kann ich das reinziehen? Ah, jetzt. Ja, wie hast du das gemacht? Warte, aber die Suppe raus ist. The menu cannot be changed while the day is still running. Mach mal kurz zu. Sicher? Ja. Scheiße. Wir müssen es machen, bevor wir, glaube ich, öffnen. Ah, jetzt! Ah, ist keine Tomatensuppe, deswegen gibt es schlecht. Ah, nur? Ja. Oh. Wir können vielleicht Juan zu uns mal bestellen, dann können wir. Komm, du musst mal unter Gourmets gucken. Da gibt es Juan. Wenn wir schaffen, ihn zufriedenzustellen, wir brauchen noch viermal servierte, gegrilltes Fleisch. Da kommt Juan und dann kriegen wir wahrscheinlich, glaube ich, einen Dönerkocher. Das brauchen wir doch, oder? Ja. Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen ordentlich ein Dings hier. Ja. Rüberziehen mit der Maus. Ich glaube, rüberziehen mit der Maus funktioniert nicht so einfach, oder? Geht auch gerade nicht mehr, weil jetzt habe ich statt Tomatensuppe. Es wurde auf beide Tomatensuppe gelegt. Deswegen. Guck, wir können jetzt rüberziehen. Ja, deswegen habe ich jetzt aus den Chicken rein. Deswegen sind die jetzt sauer, weil sie wollten Tomatensuppe und kriegen Hähnchen. Jetzt kann ich das removen. Ah, remove, ja. Ich remove es. Geht's bei, so. Ging's bei dir weg? Ja, es ist halt komplett gelöscht. Oh Mann, es ist frustrierend. Ja. So. Frustrating. So. Ah, die möchten Tomatensuppe haben. Wir haben es fast, also wir haben es fast ordentlich gemacht gehabt hier. Maxi, wir haben den Geist. Geht es, ja? Wo? Wir haben den Geist. Siehst du es nicht? Nee. Da wischt jemand ab, obwohl hier keiner mehr ist. Oh. Hey, cool. Ein Geist. Ja, das Spiel ist überhaupt nicht buggy heute. Dann machen wir zu. Weil der Tag schon angefangen hat, geht das nicht. Aber wir müssen das machen, bevor wir auf ja. Öffnen drücken. Bevor genau. Der Tag. Ah, okay. Ja, gut, dann machen wir es für den nächsten Tag. Alles gut, kein Problem. Die rasten alle aus, die Leute. Ja, haben sie mal Pech. Mhm. Ich schüttel schon mal Grillanzünder für den nächsten Tag. Warte, wir können auch die andere Schüssel Tomate einfach reinschieben. Let's go. Grillanzünder, so, bevor hier Jürgen Heat zumacht. Ist halt nicht mehr heiß, ne? Aber immerhin. Die Leute mögen's. Wunderbar. Mm. Ist zwar schon geschlossen, aber egal. Uff, gerade noch mal gerettet. Gut gemacht, Gnu. Yeah, dank der Community hier. So. Der nächste Tag wird jetzt eine 10 von 10. Ich zahle ein bisschen den Kredit zurück, ja? 500 okay. Haben wir schon abgezahlt. Muss ja auch mal sein, ne? Geil. So. Wasch. Ey, ganz ehrlich? An die Community, wir machen das gerade gut, oder? Ja, wir lernen. Während die Rezepte anfangen, ja. So, und jetzt müssen wir uns nur für den nächsten Tag konzentrieren und dann passt es alles. Alright, der nächste Tag, das heißt, wir müssen jetzt schon aussuchen. Boah, wir haben 38 neue Gegenstände, die wir kaufen können. Mhm. Ha? Furniture! Kühlschrank nochmal. Ja, wir sind super gut. Ja. Lab der Lachs. Also hier ist, wenn ich so gerade gucke, bei Gebäude, Stationen, wir kriegen einen Dönergrill wirklich, wenn wir Juan zufriedenstellen. Juan ist halt der bei den Gourmets. Das heißt, wir müssen gegrilltes Fleisch machen. Gegrilltes Fleisch war von der Speisekarte das erste, ne? Ja, das yes. Hier. Das heißt, kann ich das hier wegmachen? Dann können wir das doch schon auf die Speisekarte packen, oder? Ich kann es nicht draufziehen. Wir müssen den Tag erst beenden. Der Tag läuft noch, okay. Das heißt, am nächsten Morgen? Ja. Wir können eh noch nicht schlafen gehen, Gnu. Doch. Da ist noch nicht das Zeichen beim Haus. Das ist doch egal, da kann man trotzdem hin. Guck. Aber wir können nicht schlafen. Doch. Hä, aber warum? Weil der Tag noch nicht ganz vorbei ist. Aber jetzt? Nu? Bewegt sich das überhaupt? Ach, wir müssen es noch aufmachen, ne? Nur wenn wir 50.000 haben, können wir ein neues Haus uns kaufen hier, ne? Oh Gott. Wo das bist ist unser du? Ziel für heute, ja? Wo bist denn du? Da, hier. Hinter dir.
Links. Hier hinten das Haus. Ey, Klo, wirklich? Vertrau mir die 6000 einfach an. Ich spiel die uns hoch. Oh Gott. Ich merke richtig, Maxi hat richtig Bock. Ja, Bock auf... Also wenn dir das Spiel das Bock macht, Maxi, lass uns das doch jetzt einmal, ein, zwei Mal in der Woche spielen. Ja. Wenn du da wirklich Interesse hast. Wir müssen das hochkriegen. Okay. Wir müssen das hochkriegen. Ich bin Grinder, weißt du? Ich höre nicht gerne auf bei halben Sachen. So, pass auf. Der Tag ist jetzt vorbei. Können wir das jetzt schon machen oder muss man das am Morgen machen? Ich gucke mal. Nee, morgen. So, das heißt, wir gehen jetzt schlafen und dann könnten wir es machen. Ja, warte, ich räume so ganz kurz hier ab, weißt du, da war noch ein Kunde. Das machen wir morgen. Easy. Ah, jetzt können wir heim. Ich sehe, ich sehe. I see, Senor. Ja. So. So, für zwei haben wir aber Tomatensuppe. So, wunderbar. So, jetzt bevor wir irgendwie überhaupt irgendwas machen, müssen wir das Rezept rein. Natürlich, ne? Genau. Das heißt, wir machen einmal das Steak und einmal die Hähnchen, oder? Ja. Das hört sich gut an. So, das heißt, wir gehen aufs Menü. Ich ziehe einmal das Steak, ziehe ich jetzt rein. So. Und dann einmal die Hähnchenschenkelchen. So. So ist gut, okay. Wir teilen Aufgaben auf, ja? Dann mache ich nochmal das Hähnchenschenkelmenü. Du machst Hähnchen, ich mach Fleisch. Ja. Alright, teilen wir auf, Leute. Wir machen das. So. Eins, zwei. Bitteschön, danke. Kaufst du gleich Tomaten? Ja. Kannst du für mich mitkaufen? Ja. Hähnchen hatten wir noch. So, dann mach ich das schon mal. So, hol ich noch Chicken. Ah, Chicken haben wir eh noch hier drin. Und Tomaten auch noch. Blatsch. Und Blatsch. Und wir haben noch ein Hühnchen. Das sollten wir dann vielleicht auch am nächsten Tag machen. Jetzt wird das noch schlecht. Und du hast noch Petersilie hier, ne? Ja, Petersilie kommt auch noch hier drauf, ne, bei mir. Ja, habe ich den hingelegt. Petersilie zweimal. Und die ist auch nicht abgelaufen? Nö, die war im Kühlschrank. Nur die ist abgelaufen. Nein. Nur, ich rupf das hier gerade ab. Hä, aber das sieht man ja gar nicht. Ich schmeiße Müll. Müll. Wir brauchen neue Dings. Okay, ich kauf mal kurz eben Petersilie, ja? Ja. So, ich will auch mein Hühnchen drauf packen. Passt es noch? Kriegst du das noch dahin? L. Ist runtergefallen. Kann man noch essen? 5 Sekunden Regel. 5 Sekunden. Das waren aber 20, aber egal. Egal. So. So, okay, Petersilie, so. Zack, gekauft. Ich komme. Jetzt einmal Salz. Mhm. 1, 2, 3. Und rotes Chili. Was brauchst du für deine Sachen? Ich habe meinen schon gewürzt gehabt. Ah, okay, gut. Das muss nur gleich von mir umgedreht werden. Ich muss Tomaten kurz klein schneiden. Das passt schon. Ja, okay, den Flip. Aber da fehlt noch ein Black Pepper bei dir. Oh, machst du drauf? Ja. Okay, die Tomaten dürfen wir auch nicht verbrennen, ja? Ja. So, Black Pepper. So, ovaler Teller. So, wunderbar. Wir machen das hier schön, oder? Ja. Das ist doch was Schönes, Feines. Manchmal muss man auch mal den Daumen. Das ist auch fertig. Ich brauche noch einen Teller. Ich lege dir einen hin. So, hier bitteschön. Wo? Oh. Ich mache jetzt einfach zwei Dinger drauf. Die Tomaten kommen zu mir, ne? Die gebratenen. Ich brauche auch Tomaten. Aber keine gebratenen bei dir, oder? Doch. Egal, alles gut. Ich mache mal noch mal welche. Okay. Alles gut. Ich brauche nur ein Messer. Und brauche ich wirklich für das Hühnchen nur... Guck noch mal nach. So, ja, Tomaten, Petersilie, Firma. So, ich serviere das jetzt, ne? Ich pack das jetzt hier rein. Aber noch nicht aufmachen. Nee, aber nur rein. Auch gleich rein. So, also ein Ribeye-Stück eigentlich, ne? Ja, das ist doch schon relativ nice. Hat nur ein bisschen Salz gefehlt. Und dann kommt deins noch. Bei dir muss noch eine Kartoffel hin, oder? Da steht nichts mit Kartoffel bei mir. Nee, das ist das normale, das allererste Rezept. Tomato. Warum sind da immer Kartoffeln mit auf dem Bild, wenn die nicht mal da sind? Das ist ja voll der Betrug. Ja. Wir machen ja voll den Clickbait. Die Community Simples bekommt Gericht. Auf jeden Fall schon mal Hunger. Das ist gut. Hinzufügen. Tomatenscheiben habe ich. Petersilie zweimal und ein Ribeye. Das ist doch perfekt hier. Also, wenn das jetzt nicht. Yes.
Ja. Ich öffne. Hitze war nicht gut genug? Du kannst öffnen. Ah, ich öffne. Wir machen auf. Uhu. Wunderbar. Das ist doch ein schöner Tag. Kategorie ändern. Ah, das krieg ich nicht hin. Weil wir nicht nebenbei. Ich muss kochen. Ich muss hier gerade ein Restaurant aufmalten. Chicken Legs. So, achte darauf, dass wir noch genug Teller dann haben, ja? Mhm. Oh, mir gefällt das. Das eine bei dir ist aber roh, ne? Was? Nein. Was? Das ja, ist doch, aber das eine falsch. Ist roh. Das eine ist roh. Das ist falsch. Alles gut genug. Solange die nicht sterben, ist ja alles falsch. Nein, das ist ein Fehler. Guck mal, die sind hier beide durch. Oh, und ja, er findet es richtig geil. Ich sogar Trinkgeld. Teller weg. 150, geil. Geil. Hey, wie schnell geht das so die Teller weg? Man kann auch mehrere Sachen gleichzeitig nehmen. Ah. Wie meinst du das? Da war ich auch nicht genau. So. Nice. So, guck mal, das läuft doch hier langsam. Ja, jetzt lobt der Lachs. Okay, deins ist weg, dein Chicken, ne? Ja. Das heißt, theoretisch noch müsste drei man jetzt Neues machen. Noch drei servierte Grillinger. Soll ich nochmal Hähnchen machen? Kommt Juan. Wir haben noch Zeit. Ja, mach ruhig. Wir brauchen Juan, Leute. Juan ist das Ziel. So, eins, zwei, drei. Ups. Dann brauchen wir noch Pepper. So. Okay. Noch zweimal müssen wir das servieren. Und dann brauche ich nochmal eine Tomate, ne? Ja. Okay, warte. Jetzt sind wir sozusagen einfach Hähnchen. So richtig ernst Leute, und am Schwitzen. Die Leute wollen ein Hähnchen haben, dein super bekanntes Hähnchen wollen sie ja, haben. Ja, ne? Es kommt. Ich brauche einen Teller, schnell! So, Teller. Oh nein, wir verlieren Kundenglut. Zwei ja. Stück. Kriegst du das in der Zeit hin? Ja, Moment, noch die Dinger. Schnell, ja, gleich. Schön, sieht das aus. Was ist denn mein bester Steak? Ist doch noch da? Du hast auch noch ein Steak hier liegen, ne? Wenn die keinen Bock mehr haben oder so. Du kannst eigentlich schon gleich den nächsten Teller anrichten. Genug, du hast noch ungefähr 2 Sekunden Zeit. Ja, und ist fertig. Zu jetzt spät. Schnell hol. Jai, ess bitte noch. Bitte. No, verkackt. Oh Mann. Haben wir Schweine. Sie ist das Hähnchen. Also ich glaube, wir haben noch einmal das Steak. Ich hoffe, wir kriegen das doch irgendwie. Dann können wir am nächsten Tag Juan holen. Ja. Nicht die Kunden, ne? Komm, nimm dir das letzte. Komm, Susanne, nimm dir das. So, ich kann sonst aber auch noch mal. Yeah, Juan kommt. Okay. Nice. So. Juan kommt jetzt schon, ne? Nee. Ah, den laden wir morgen ein. Ja. Dann machen wir Juan fertig. Okay. So, dann wasche ich mal vorbei. Ab. Wunderbar. Aber wirklich, da gibt man sich Mühe, die gehen nach 10 Sekunden wieder, die Schweine. Ja. Und nicht mal Trinkgeld, nicht mal mehr, als man möchte. Ja. Schweine. So, bam. Wir haben sie dann nochmal geholt. Wir haben aber gut Plus gemacht heute, oder? Ja, voll nice. So, die Suppe, das können wir eigentlich auch mal hier reinstellen. So. Also irgendwann können wir auch mal ein bisschen Upgrade machen, glaube ich. Ja, lass uns mal Juan machen und dann, glaube ich, kommt keiner mehr jetzt, gell? Ja, okay, dann irgendwas irgendwie. Lassen Sie Petersilie noch in den Kühlschrank packen, sonst ist die morgen schlecht wieder. Und was will der morgen? Das sehen wir morgen. Okay, let's go. Na ja, gut, dann können wir. Die ist immer noch aggro auf uns hier. Willst du noch ein bisschen Geld spielen? Nein. Sicher? Nein, ich will lieber den Laden dekorieren. Das ist Free Money. Nur, das ist Free Money. Ich will lieber den Laden dekorieren. Okay. Ich wollte die täglichen Aus- und Eingaben sehen. Yay. Noch ein Serviertisch? Ah, wir könnten noch einen Serviertisch gleich machen. Ah, nee, guck mal. Sprich mal mit dem. Inspektor, mein Gott.
Was für ein Gestank! Ich habe dir gesagt, du sollst dich um dein Restaurant kümmern. Das muss ich dich. Jetzt muss ich dich bestrafen. Hey? Hey, was ist denn sein Problem? Ist doch alles super. Hey, ich bin auch ein bisschen verwirrt. Hä? Ist irgendwas im Kühlschrank schlecht oder so? Ja, hier irgendwas, aber ich sehe nichts. Ah, nein, nicht in unserer Schublade. Nee. Nee, ist irgendwie gebackt. Hä? Aber, ah, hier ist. Oh, oh nein, mein die Güter, die war unter dem Oh, Holzbrett. Deswegen kriegen wir eine Strafe. Wie dumm. Hey, wie dumm ist das denn? So, also, was können wir jetzt machen? Wir können doch jetzt. Ach komm, wir können sogar Perks machen. Cutting Master. Maximum Service. Ich würde sagen, wir Soll ich Juan einladen? Lass Rezepte vorbereiten? Ja. Nur, warum haben wir jetzt so viel Geld gerade ausgegeben? Für was? Ich habe mir ein paar Perks gekauft. Du hast die Perks gekauft? Ja, damit bin ich jetzt besser. Hast jetzt über... Invite. So, I will be there tomorrow, kommt der. Oh, er kommt morgen, wir hätten das gestern machen sollen. Ja. Okay, wir müssen jetzt Rezepte erstmal vorbereiten wieder, ne? Okay, aber was will der denn? Was bieten wir heute an? Guck mal, du kannst einfach das hier nehmen und ich mache nochmal ein Hühnchen. Das reicht dann auch erstmal. Dann packe ich das jetzt hier drauf aufs Menü und das Hähnchen. Weißt du, was ich meine? Weil ja, das haben wir eh Tomaten hier oben liegen. Dann mache ich wieder Chicken. Hol nochmal Tomaten. Wie viele brauchen wir? 2. Okay. Hm, dann brate ich das jetzt schon mal. Ah, ich brauche... Ah, nee, warte, halt. Ich habe das Falsche drauf gemacht. Ich habe jetzt 4 Tomaten gekauft. Alles gut. Chicken Legs. Nee, warte mal. Nicht Chicken Legs. Wir müssen das drauf machen. So, ich mache die Chicken Breast. Und du machst das hier fertig, was hier eh schon fertig ist. Ja, yeah, ich brauche ja nur Tomaten drauf machen. So, dann pinne ich das an. So, Chicken Breast. Ich brauche einfach von der anderen Seite. Brauche ich einfach nur Red Pepper. Green Pepper. So. Ah genau, kannst du mir noch eine Red Pepper und eine Green Pepper kaufen? Lass auf meine Tomaten bitte, ja? Lass sie nicht anbrennen. Ja. Ihr wart doch bei über 6K? Ja, alles gut, mein bester Max Bloom. Nur hatte ich eben gerade einfach mal ein paar Skates gekauft. Hey. Mhm. Sie meinte eben noch, sie investiert das in unser Restaurant, aber auch genug. Investiert es einfach in sich selber. Ja, aber ist doch gut. Ja, ja. Kauft sich hier deine Gucci-Schuhe und alles, ne? Die Knutschi-Schuhe. Die Knutschi-Schuhe. Hier deine Pepper und so liegt da, ja? Ja, müssen die auch gebraten werden? Nee. So, die Slices kommen dann hier drauf, ne? Echt, die müssen nicht, gebraten werden. Grill, doch, klar. So, ich hätte gerne einen Flip. Flip it to the limit. De, 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 de. Flip it to the limit. So, bam. So. Cheeky Breast. Hast du mir die Tomaten draufgepackt? Ja. Eine Petersilie nur, das ist ein bisschen wenig. Hab ich. Dann mache ich wieder das Steak? Ja. Dann packe ich das Steak mal rein. Hühnchenbrust servieren? Warum sind hier 2 Sachen gerade? Achso, das ist gegrilltes Fleisch. So, da mache ich jetzt das Chicken drauf. Surf. Oh yeah. Okay, dann öffne ich. Ja, ja, mach mal auf. Hä, Items? Nur, warum ist denn das so schlecht bewertet? Weiß ich nicht. Was da Kartoffeln? Was? Alles gut, heute nicht so ein erfolgreicher Tag. Aber da müssen doch keine Kartoffeln drauf, oder? Hä, warum ist denn Hühnchenbrust muss Kartoffeln geschnitten drauf, ja. Oh, shit. Warum muss ich denn dieses dumme Item-Ding, warum ist es nicht weg? Item-Ding? Oh, ich habe irgendwie so ein Item-Potato-Dings drauf, was nicht weggeht. So. Okay, ich würde sagen, lass uns doch mal einen Tisch ins... Genau, wir haben also wirklich, wird langsam ein bisschen eng hier, ne? Ja. Weiß jemand, wie ich das wegkrieg? Ah ja, da Potato, ich sehe es, ja, ja. Ich hab's verwechselt mit dem anderen vorhin. Hm, wunderbar. Ich bin mir sicher, wir brauchen das nochmal, so einen Tisch. So, klar, zack. Kann ich nichts auf Amazon nehmen? Wenn ich jetzt rausgehe, fliegst du dann auch raus? Sonst würde ich nochmal kurz reinjoinen, weil ich habe dieses dumme Fenster hier drin. Da kann ich das einfach... Das kann ich dir nicht sagen, ob ich rausfliege oder nicht.
Kann ich das hier wegziehen? Was kann ich denn damit machen? Und hier unten Teller. Ich habe so viele Fragen. Das ist ein Bug. Wir machen mal den Tag fertig, dann starte ich nochmal neu. Also, das Essen haben wir echt mies verkackt hier, ne? Ja, ist ja egal. Der nächste ist ja wichtig. Der nächste Tag, da müssen wir wirklich alles der, geben, ne? Der nächste ist essentiell. Das ist der wichtige Tag. Genau. So. Der important. Die Wände werden wir auch noch streichen. Das Problem ist halt gerade, dass wir wirklich wenig Geld haben. Wir könnten uns auch Mitarbeiter kaufen. Die kosten täglich 250. Puh. Die machen sauber, waschen die Sachen und sind Waiter. Ja. Egal, wir... Was ist denn hier? Der Herr hat ein Problem. So. Nur magst du kurz vielleicht einmal abwaschen? Ja. Hast du Lust? Ich helfe dir auch, wie man zusammen. Mein Gott, Hilfe! Geht schnell. Ja, 250 am Tag ist schon teuer. Das stimmt. So viel, dann geben wir lieber mir das Geld und ich spiele ein bisschen Blackjack, oder? Sinnvoller, ne? Nein, bitte nicht. Ja, man du, manchmal kann man so das schnelle Geld machen, weißt du? Mit Blackjack. Manchmal muss man einfach mal ein bisschen daran glauben, dass man so das schnelle Geld machen kann. Oh, ich muss putzen. Hier ist schmutzig. Ja. Schön mit dem Schwamm, mit dem gleichen, mit dem wir die Teller abwischen. Das ist egal. Ich hätte, wie gesagt, gerne echt mal hier irgendwie... Heller Holzboden wäre nice. Ein, ja. Willst du? Achso, du kannst ja den Laden noch mal ein bisschen pimpen, wenn du magst. Ja, würde ich gerne, aber wir haben nicht genug Geld. Ich muss gleich nochmal Blackjack spielen, glaube ich. Dann haben wir mehr. Nein. Okay, schade. War Versuch wert. Wir haben nicht mehr viel, ne? Ein bisschen noch. Das reicht noch. Ja, meinst du, reicht für heute? Ja, ich glaube, also, jetzt ist sauber. Also, Stack ist jetzt weg. Und genau der nächste möchte jetzt Stack. Yay. Komm schon, in die Chicken brescht. Er will unbedingt das eine haben, aber das haben wir nicht. Dass man ja auch nicht umstimmen kann. Ne? Nimm doch mal was anderes, Bro. Wir haben das nicht mehr. Ist ausverkauft. Nee, der geht dann echt nicht, der Sack. Hau ihn gegen Schienbein. Das ist die beste Methode, damit Kunden wiederkommen. Ja. Die will das. Nee, die will es auch nicht. Nur weil ich die Kartoffeln vergessen habe. Oh nein, sollen wir nochmal vorbereiten oder meinst du, lohnt sich nicht mehr für heute? Nee. Machen wir zu, ne? Ja. Okay, dann verlieren wir zwei Kunden, egal. Vor allem, weil jeder normale Kunde sieht, okay, Essen gibt's nicht mehr, geht und die bleiben einfach drin stehen. Aggressive. Wie sie eben nun mal sind. So, bitte einmal raus jetzt. Raus, bitte! Gehen die? Ja. You lose. Na gut. Dann gehen wir schlafen und sind morgen ready für den Hardcore-Tag. So. Letzte Kundin. Bitte verschwinden Sie. Wo bist du denn? Ah, jetzt. Ich warte vor der Haustür. Aber ist doch gerade erst jetzt möglich nur, oder? Ich warte die schon. Seit 10 Jahren. So. Let's go sleep. Was wolltest du gerade spielen? Nein. Okay. Nur machst du ein Licht mal an. So. Danke. So, wir müssten jetzt ganz... Wo kommt... Oh, wir haben die Tomaten vergessen wegzuräumen. Deswegen, ne? Ich kaufe uns mal ganz kurz den Mülleimer, ja? Ja, bitte. Hier hin, weil das nervt voll, dass man immer so hinlaufen muss. Ich muss nur kurz mal finden. Ah, hier. Ich habe den falsch rum gemacht. Geht trotzdem. Geil. So, Dalele, meine lieben kleinen Stinker, weil der liebe Juan kommt heute. Was will der eigentlich? Das wissen wir, glaube ich, doch gar nicht, ne? Juan ist halt unterwegs. Wir machen einfach unsere besten beiden. Guck mal, wir haben ja bei der Speisekarte, siehst du, wo wir die meisten Sterne, glaube ich, haben. Wir haben es bei den Hühnerbeinen und bei der Hühnerbrust. Ich würde sagen, wir gehen mit den beiden Rezepten. Weißt du? Okay. Darf ich die Hühnerbeine machen?
Du machst, ja, du bist ja auch bekannt für deine Hühnerbeine. Ich bring, also, nein, warte, nicht im Real Life. Ich bring dir auch Hühnerbrust mit, weil dafür bist du bekannt. Ja, ich mach die Hühnerbrust und du die Beinchen. Okay, dann sind wir ein gutes Team. Alright, so, dann ich kauf mal. Der will was Scharfes, sagen die. Dann passt ja das Hühnerdings. Er möchte scharf. Also müssen wir es scharf machen oder. Meinst du das mit scharf oder nicht? Ja, deswegen. Du hast ja eh diese Pepperoni. Du kaufst Hühnerbrust, ja? Ja. Kannst du noch mal für den Ofen was holen? Was brauchst du eigentlich? Brauchst du Tomaten oder sowas? Ja, ich brauche Tomaten und ich brauche noch. Du brauchst noch so Chili-Zeugs. Hab ich. Das kaufe ich gleich. Und wir brauchen noch. Ich hole noch kurz was für den Ofen. Ja, hol mal Grillanzünder. Extra scharf, mehr als und das Rezept. Und holst du Chili? Okay, wir haben ja Sumac Spice Jar. Wir dürfen das wirklich nicht verkacken. Warum ist hier ein Teller eigentlich? Dann nehme ich das jetzt noch mit, weil das ultra. Wir sollen das ultra scharf machen, ne? Schärfer als scharf. Echt jetzt? Ja, egal vom Rezept, der liebt scharf. Okay, ich fange da mal an, meins zu machen, ja? Mhm. So, warte, bevor wir jetzt was machen, guck ich mal. Was braucht denn deine Hühnerbrust? Da bin ich gerade dabei, alles gut. So, meine Hühnerbrust ist, ich muss grüne, rote Paprika, die muss ich anzünden. So, das ist gerade meine Hühnerbrust, jetzt, alles, was du hier machst? Also, mach nee, ich mache jetzt noch extra scharf. Okay, also auf die Community, ne? Auf die Community. Ich krieg mein Dings nicht rein. Ich hoffe, so, ich hab beide Dinger rein. Kohle, ich mach schon mal Kohle rein. Okay. Und let's go. Grillanzünden. Du hast alles gewürzt, ja? Ja. Du hast mein Hähnchen, hast du es gewürzt? Nee, ich hab dich ja gefragt. Ach so. Willst du meins würzen? Oder soll ich machen? Sag mir, was drauf muss, dann mache ich's. Also, da muss 3 Gramm Salz und 3-mal Chili muss da drauf. Aber ich würde sagen, wir machen 4-mal Chili drauf, weil die sagen ja, einmal mehr ist besser. Okay. Hast du bei beiden gemacht dann? Auch nochmal 3. Da mache ich jetzt aber 4 drauf. Und ich mach schon mal Grill an. Auch nochmal mehr 4 so. Dann machst du aber extra scharf. Kartoffeln schneiden. Okay, wir müssen frisch zubereiten, wenn er da ist. Was? Was? Ihr müsst es für ihn frisch zubereiten, dann mache ich jetzt auf. You must serve a dish. Verdammt! Hä, es kann doch. Achso, ja, ja, ist ja nicht schlimm. Wir machen trotzdem, bereiten wir das hier vor. Und aber dann machen wir einfach nochmal die rein. Sachen. Ja. Wir machen aber dafür nur eins rein. Achte, ich kann da nicht ganz an den Grill mal ran. Ja. Kannst du auf meine Paprika dran. Achten, dass sie ja. Nicht verbrennt? Ja, ja, ja. Und meine Kartoffeln auch? Ja. Ich hole dann einfach schon mal Fleisch, falls er gleich kommt, ja? Ja. Er nimmt was anderes, schreiben die. Ja, weißt du was, dann warten wir einfach, bis er da ist. Ja. Wir machen unsere 2 Gerichte einfach. Ja. Wo ist mein Teller? Der ist gerade noch nicht da. War das 2-mal Hähnchenbrust bei mir? Einmal nur eigentlich. Ja, ich hab mal 2 drauf geknödelt. So, und dann brauchen wir noch Tomaten. Wo ist meine grüne Paprika, Gnu? Hier. Ah. So, und dann brauchen wir noch Tomaten. Tomate. So. Ich glaube, meins ist fertig. Okay, dann mach schon mal auf, weil dann mache ich jetzt, blockiert es jetzt nicht. Schön, 2,7 von 3. Was, sonst kann ich das auch, ich glaube, ich kann es trotzdem reinpacken. Ne? Ich glaube, wir machen den einen extra Menü. Ja, mach du deins nochmal fertig. Ja. Und die meinen ja, die wirst, oha, das ist für den Gourmet hier. Guck mal, wie, oha, wow, wie wir es hier vorbereitet haben. Witzig. Oha. Geil. Ich warte auch auf deins, da mache ich auf. Ja. Und ich hole schon mal, ich hole noch gar nichts. Ich hole dann alles, wenn er da ist. Okay, so, ich tue es schon mal reinpacken, ja? Ja. Surf. Und? Ja, geht. Okay, soll ich öffnen? Wir machen auf. So, today is the day. See you in a few hours. Okay. Gucken wir mal, was er dann will, ja? Ja. Solange halten wir das hier aufrecht. Ja. Soll ich schon mal irgendwie was kaufen, Lena? Ich kann ja schon alles notfalls haben wir ja noch mal eine Chicken. Kann man ja notfalls eigentlich das schon mal vorbereiten, für den Fall, dass das eine Chicken-Ding leer geht, weißt? Ja, wir dürfen das nicht verkacken, Leute. So, let's go. Rage in den Chat, wenn er gleich kommt, Alter. Du hast heute Geburtstag? Was? Hast du heute Geburtstag? Nee, ne? Ja. Hast du ehrlich? Ja. Hä?
Ah, ist doch nicht schlimm. Dann müssen wir alle noch singen. Das war ein Witz. Oh. Ich weiß nicht, wer dir das erzählt. Mein Chat, toll. Oh. Komm, wir sind aber gut dabei hier gerade. Sind wir schon fertig? Nee, ich dachte schon. Ist jetzt schon fertig? Boah, ich habe Angst vor dem Gourmetkoch, bin ich ehrlich. Ich auch. Viel Respekt. So, okay, hier ist nochmal Chicken-Ding, falls es ready ist. 182, die machen richtig Geld gerade immer. Oh, ja, ja, haben wir. Man kommt Juan. Voll, er hat schon gesagt, er hofft, dass wir den Teller für ihn gemacht haben. Wie Juan? Ja. Oh mein Gott. Ist das schon da? Wieso ist dein Hähnchen nicht durch? Meins? Oder kommt er? Du hast es. Juan kommt! Juan ist da! Okay, Juan, weil. Juan, was will er haben? Ich bin da. Hola, amigo, ich bin Juan. Jeder kennt mich als Spicy Juan, der Maestro der scharfen Geschmacksrichtung. Okay. Für mich ist scharfes Essen eine Lebenseinstellung. Ich kann nicht ohne ein bisschen Schärfe in meinem Mund bleiben. Sogar der Kaugummi, den ich kaue, ist scharf. Sie wollen meine Zustimmung? Dann wird dieser Ort heute heiß. Wir haben schon lange keinen neuen mehr gesehen. Der Meister war ganz schön verknallt. Du willst dich ihn anschließen, oder? Dann soll es so sein. Besorgen Sie mir einen Teller mit den schärfsten Hähnchenschenken, mit den schärfsten Zutaten. Weißt du, mit welchem Grad an Schärfe ich damit meine Spicy Juan heißt? Alright. Okay. Hähnchenbeine, Gnu. Hähnchenbeine? Ja. Okay, jetzt müssen wir aber hier schnell machen. Zack. Aber haben wir noch was viel Schärferes? Hähnchenbeine machen wir und dann auf scharf. Also einfach Spicy viel mehr Gewürze. Schärfen, ne? Ja, ja, wir brauchen. Okay, machst du die Hähnchenbeine? Ja, schärfes Gewürz hast du. Was brauchen wir noch? Ich brauche noch einfach nur gebratene Ding. Haben wir Kartoffeln noch da oder so? Ich mach das jetzt extra scharf. Rote Paprika, habe ich irgendwie Chili oder noch so was kaufen kann? Nee, rote. Soll ich Paprika noch draufpacken? Ja. Nee, also, achso, wenn wir das so scharf machen sollen, wenn wir da die Ingredients wechseln dürfen, dann ja. Weiß nicht. Das weiß ich halt nicht. Ich glaube, dass die Ingredients schon gleich sind, nur die Schärfe halt, oder? Mach richtig schön viel Schärfe drauf. Einfach maximal, ich guck mal, ob wir noch Schärfe finden irgendwo. Was ist das hier? Tomaten, das ist alles gelockt noch. Rohrschüssel, was haben wir hier für Kreuz? Gewürzt mit süßen Chili-Pulver. Noch mehr Chili? Ja, genau, das kannst du alles draufballern. Caroline Reaper Funst. Oh, Caroline Reaper. Können wir die schon nehmen? Ich sehe keine Caroline Reaper. Und Sumac? Geht Sumac auch? Nee. Sumac Spice Jar? Nee. Ist hier alles nicht. Aber Sumac Spice Jar ist doch auch scharf, oder? Weiß ich nicht. Der Hot Chip muss her. Der wirklich... Oh ja, drauf. Hier auf die Legs. Hast du noch gar nicht gewürzt? Doch. Zehnmal. Das ist Chili Pfeffer. Boah, das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig gut aus. Oder was hast du reingepackt? Ja, das ist Chili Pfeffer. Das ist das, was wir schon hatten. Hier ist Sumac, ne? Genau. Machst du auch noch drauf? Ich weiß nicht, soll ich schon, oder? War ein bisschen. Okay, also wollen wir es ihm geben? Ja. Gib du es ihm. Okay. So, hier. Mein Meister Juan. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Praise in the chat. Oh Gott, Lexi. Der wird das lieben. Reaper-Pulver. Heiß, es ist spicy Ron hot. Das hört sich gut an. Na gut, ich habe mir ein wenig hinreißen lassen, aber du scheinst vielversprechend zu sein. Der Meister wird sich darüber aufregen. Aber ich muss dein Gericht genehmigen. Ich sollte besser einen Weg finden, um das zu erklären. Scharfer Juan raus. Geil. Ja, wir haben es geschafft. Let's go. Easy. Geil. Let's go. Kann ich mir gleich heute Abend eine Belohnung holen in das Blackjack, Alter. Nice. Na, let's go, Alter. Geil. W's in the chat. Ja, nice. Endlich läuft der Laden, du.
Ah, siehst du, so macht man das auch nicht. Sollen wir mal, dass der Rest noch weggeht, weil ich habe hier noch ein Chicken-Rezept. Wir haben ihn, ja, nein, wir haben doch noch, ja, ja. Genau, ja. Aber das war noch übrig, weißt? Ja. Let's go, Alter. Vielleicht geht's ja weg. Ist es weg? Ja, wir haben noch eins frei, ne? Nein, eins haben wir jetzt frei rechts, ja. Genau, dann packe ich da jetzt mal die Chicken Breast noch mal hier rein. Sehr geil. Wir können auch irgendwann mal... Haben wir jetzt schon die Sachen, die uns vorhin falsch gegeben hat? Warte mal. Ach, shit, scheiße. Warte, ich muss mal. Es leider wir removen. Ja, oh, Mann, ich hasse es. Eine Kaffeemaschine? Was meinst du? Eine Kaffeemaschine jetzt, ne? Boah, das wäre geil. Oder was ist das? Den Fleischwolf. Ah. Kaffeemaschine und Fleischwolf. Das wir ist schon haben einen Dönerspieß. Geil, hau mal her. Aber wir brauchen mehr Platz hier noch. Unsere Küche ist zu klein. Wollen wir die irgendwie größer Ernsthaft? Machen? Ernsthaft? Weiß nicht, ich finde die schon ein bisschen eng hier. Pack die mal hin, ich will mal sehen, wie groß die ist. Die okay, Dönermaschine. No, der Chat ist stolz auf uns. Süß. Ja, ich habe keinen Platz auf dem Tisch, ne? Deswegen, ich stelle es mir hier unten hin, ja? Aber sonst machen wir halt mal die Schüssel weg. So. Nur wir haben hier kein Rezept mehr. Langsam wird es hier ein bisschen... unangenehm. Oh, oh. Ja, sehr unangenehm hier. Egal, wir haben jetzt unsere Dönermaschine. Wir können jetzt endlich richtig Döner machen, Leute. Das ist das, was wir schon immer machen wollten, oder? Ja. So, guck mal, jetzt kann ich das hier oben hinpacken. Bam. Look at this! Oh, schön. Geil. Ja, aber wir haben kein Rezept mehr. Ich mach mal zu, ja? Ja, ja, ja. Soll ich den Tag heute erstmal beenden? Ja. Aber warte, der muss sich von allein beenden. Ich kann auf Escape drücken und dann links kann ich den Tag beenden drücken. Döner macht schöner, ne, Leute? So, wunderbar. Komm, der Tag ist jetzt vorbei. Wir müssen jetzt mal ein bisschen... aufpassen, dass nichts verschimmelt. Damit der Typ so. Wieder nicht kommt. So, ein bisschen Ordnung. Gewürze mal reinpacken. Das ist hier ein absolutes Chaos, Gnu. Ein absolutes Chaos. So, Messer machen wir mal rein. Ist nichts, was schimmeln kann. Hier ist alles Kühlschrank zu. Was ist das für ein Dönerspieß eigentlich? Was will denn der hier? Hauen Sie ab. Ja, geh mal weg jetzt, du Opfer. So. Dann lass uns mal schlieben. Mein? Okay, Tag vorbei. Lass mal. Ah, Nosferatu! Maxi? So, ja? Nein, da ist nicht der Weg nach Hause. Was denn? Das ist mein Zuhause. Da geht's nicht nach Hause. Eine Runde geht. Eine Runde geht immer genug. Hm. Guckst du? Pass auf, ich hab du gestern bist schon Abend mit dem Tisch verwachsen, Mann. Oh mein Gott. Dreh dich bitte einmal um. Dreh dich um, dreh dich um. Ich gewinne die Runde, wenn du dich umdrehst. Maxi? Letzte, versprochen. Das passiert nicht. Wir können, guck mal, wir können doch okay, hier was viel cooleres machen. Du kannst so gut wie den Tag schon mal beenden. Kann man da echt? Ja, wir können hier spielen. Maxi gegen Gnu. Your turn. You lose. Komm mal her. Können wir spielen? Ja, ich bin da. Ah, können wir echt spielen? Ja. Glaube ich. Reset. So. Geht irgendwie nicht, ne? Weird. Komm nicht mehr weg. Hilfe! Oh, bist du jetzt gebackt? Ja. Ah, du hast aber welche in der Hand. Du musst jetzt schmeißen. Du musst drauf zielen. Jetzt hast du keine mehr. Warte. Okay, so, Moment. Throw. Oh, das war erbärmlich, warte. Yeah. Jetzt bist du dran. Du musst auf Throw gehen. Ich habe keine Dinge in der Hand. Und dann hast du eins. Und mit der mittleren Maustaste musst du schmeißen. Okay. Und du musst, ja. Jetzt bin ich dran, hör auf. Hey, man darf immer dreimal werfen. Ach so. Ich durfte nur einmal. Guck. Echt jetzt? Ja. Diskriminierung. Du bist nicht dran, ich über mir. Naja, egal, komm, wir gehen schlafen. Unsere Hood wartet, Maxi. Zum Glück kann ich dich hier mitspawnen, sonst... Ja, guck, dein Kopf war schon komplett woanders hingedreht und wolltest einfach weiterspielen. Warte, guck, wie viel Plus wir gemacht haben. Ja.
Was haben wir eigentlich alles Neues bekommen? Ich glaube, wir haben jetzt. Guck mal, wir haben jetzt voll das coole Recipe. Juhu. Einen Döni-Stab. Jetzt gucken wir mal, was wir Neues haben. Dip, 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 dip. Create a menu. So, was haben wir denn hier? Welches Menü machen wir denn heute? Warte, ich will mal das gucken, neue, was ne? wir für Recipes haben. Moment. Schon freigeschaltet. Unlock. Hier. Ein Kebab. Ein Simple Kebab haben wir jetzt. Danach gibt es Tomato Kebab. Was gibt es eigentlich noch alles? Es gibt noch Hot Dogs, Chicken Skewers. Willst du das neue Rezept machen? Einfach das Kebab? Mushroom. Mhm. Dann gibt es noch Linsensuppe. Dann gibt es noch Süßigkeiten, Kuchen, Pies. Salate, glaube ich, auch noch. Mach mal die beiden. Geil. Das gibt ja echt. Ey, wir müssen es echt unbedingt weitersuchten. Wärst du dabei? Ja. Geil. Hähnchenbrust. Ich mach Hähnchenbrust. Okay, und du machst das andere. Okay, das heißt, mach das neue. Oh, da muss man einiges machen. Wir müssen Grind Meat using. Rib Eye Slice muss ich holen. Eins, zwei. Und dann müssen wir was zum... ein Grind Meat haben. Zum Grinden von Meat. Haben wir. Aber muss man noch kaufen. Ja, ich kaufe das mal kurz. Ja. Wir rennen ja wie, wenn wir Geld haben. Geld kriegen wir nur, wenn ich Blackjack spiele. Wo ist denn der Grindmeter? Da. Bei. Macht der das jetzt da hin. Das ist eng, die Küche, Alter. Ja, langsam wird's wirklich eng. So, dann wollen wir mal... Die müssen jetzt ja slicen, ne? Ich muss das slicen. Und dann kann ich es, glaube ich, reinstopfen. Ja. Ein Brett, was wir brauchen zwei. Und dann? Oder muss es ganz am Stück bleiben? Musst du Ribeye machen? Na, ich will das jetzt hier slicen. Ah. Da steht ja Grill each side, attach to skewer, take a skewer, grind meat using meat grinder. Eine Schüssel drunter. Ich dachte, das kann ja einfach drunter, okay. Schüssel. So. Ah. So. Flip. Flip. Oh. I. Warum geht das nicht? Ah, okay. Oh, was machst du da? Das soll ich scheinbar machen. Ah, okay. Ja, mach mal. So. Und dann soll ich das add to minced meat. Ich frag mal ganz kurz, muss das hier richtig durchbraten, einfach bis es ganz rechts ist? An die Leute zuschauen? Eins, zwei, drei. Black Pepper. Eins, zwei, drei. Dann brauche ich Tail Fat Pieces. Es wird immer komplizierter, ne? So, wo ist denn Tail Fat Pieces? Ja, okay. Was ist los? Gar nichts. Alles gut. Was muss ich denn da jetzt dazu packen? Wird ja nicht die Butter sein, ne? Maxi? Was denn? Was ist los? Gar nichts. Maxi, was brennt hier? Ich kann mein Schimmer anrichten, ja? Okay. Ah, glaubst du beim Metzger? Ich kaufe mir einfach so wenig Fleisch. Ja, das ist doch gar keins mehr. Ja? Ich habe mein Schimmer angerichtet einmal, ja? Was mache ich denn damit? Da ist nie was passiert. Guck, ich mach meins, falls meins ausgeht, habe ich die schon mal auf separat mit schon mal hingelegt, damit ich es nochmal machen kann. Oh nein, Maxi. Was denn? What happened? So, und das muss jetzt dann da einfach rein. Ich guck mal jetzt kurz zu, was du da machst, ja? Oder muss das auch geheatet werden? Nur ich habe dein Rezept halt nicht offen. Ich kann's dir nicht. Brauchst du Hilfe? Muss das jetzt auch geheatet werden, Leute? Machst du auch Grind, okay. Dann grinden wir das jetzt rein. Du musst Knoblauch und grüne Paprika anbraten, hast du gemacht? Jetzt kann ich nicht reingrinden. Muss ich das dann schneiden? Slicen, ne? Du?
Ja. Knoblauch und grüne Paprika? Ja. Hast du das auch? Wo ist das? So, das brauche ich jetzt. Ah. Garlic und Green Pepper. Es muss aber gegrillt werden. Voll kompliziert hier. Detach Skewer into the Stick. Ja. Ah. Oh. Ah, witzig. Ah, lustig. Guck mal, Maxi. Nimm mal den Stick. Ja. Nimm mal den Spieß und tu es mal in dieses, in diese Mixing Bowl reinpacken. Ich soll den Spieß da reinpacken? Ja, also den hier bei mir und dann tu mal da das Fleisch drauf. Ah. Witzig. Soll ich die Dings holen? Gnu? Paprika und Knoblauch? Ja. Alright, dann. Dann bieten wir das jetzt einfach zweimal an, das ist ja ein neues Rezept. Oh. Ja. Da flippt der Teller, du. So. Ja. Das muss auch drauf, ne? Das muss auch gegrillt werden. Ja, Knoblauch und Paprika musst du anbraten. Oh, die Garlic muss ich aber dann slicen erstmal. Kann ich dir danach noch slicen? Oh. So, hier, der Teller ist leider runtergefallen. Das tut mir so leid. Ist nicht schlimm, ein paar Haare oder so. Passt schon. Das ist in vollster Ordnung. So. Ist aber nur ein Spießi, ne? Mein Rezept braucht Tomaten? Nein, mein Rezept braucht keine Tomaten. So, Garlic ist auch alles fertig. Ja. Yeah. Transfer, Kebab, Garlic Slice und Green Pepper. Ja, Hähnchenbrust, rote, grüne Paprika, Kartoffeln. Surf hot. Was? Nee, ich meinte mein Rezept. Okay, dann packe ich das jetzt hier rein. Let's go. Ja. Yeah. Und? 3,6, Alter. Fast die 4 Sterne voll. Baking, ich mach auf, schlecht. Ja? Ja. Wir haben legit kaum noch Geld, ne? Das will ich gar nicht hören. So, müssen wir irgendwann mal einen Kredit aufnehmen. Ich hol doch mal eine Garlic und eine Green Pepper. Kredit? Ich hab nur ganz kurz Kredit ein bisschen abgezahlt, ja? Ja. Eine Garlic und eine Green Pepper, bitte. Ja. Danke. Du, danke. Danke, danke, danke. So. Alright, jetzt machen wir ein bisschen Para. Ein bisschen para, Geld para. Machen. Para, para, para. Oh, ist Dreck, meine Liebe. Ich mach den mal weg. Also ich würde so gerne unser Restaurant ein bisschen renovieren, aber wir haben halt echt kein Geld. Ja. Wir sind ja auch ein bisschen im Minus, ne? Obwohl, ne? Ja, ich will mal nichts zu deiner Spielsucht sagen, aber ja. Boah, jetzt schiebst du es auf meine Spielsucht, ja? Weißt du, gleich können wir uns trennen. Weil es ist nicht mehr der Genussbringer Mexikaner, es ist nämlich nur noch der Mexikaner und die Genussbringer. Oh, nein, das funktioniert nicht mehr. Ja, okay. Nur warum wir eigentlich niemand dein Essen haben. Das kommt gleich. Die müssen sich nur daran gewöhnen, so einen leckeren Spießi. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, richtig schnell Geld zu machen, Leute? Ja, indem man nicht ständig zur Spielo geht. Das verstehe ich nicht. So, ich habe jetzt nochmal das gemacht. Oh, Level 10. Yay. Mann, die soll mal meinen Spieß nehmen. Vor allem sieht es aus wie dein Chicken und auf der anderen Seite gar nicht durch. Hey, die wollen alle mein Essen nicht. Ich nehme es jetzt schon persönlich. Hey, meins ist gleich weg, Alter. Die wollen wirklich nur meins haben, ne? Ja, Sauerei. Machst du mal Kasse, dann mache ich richtig meins dann mal kurz an. So. Nur du achtest auf Dings, ja? Auf? Auf die Leute da, ne? Damit die nicht enttäuscht sind. Was soll ich machen? Ich laufe schon in Unterwäsche rum. Da kann man überhaupt nicht enttäuscht sein. Stimmt. Ah, guck mal, die hat den Stewer gegessen. Sehr schön. Den rohen Spieß. Vor allem, ich find's geil, wir braten es durch und bei denen liegt es einfach roh auf dem Teller. Herrlich. So. So. Wunderbarst. Ja. Schön ist das, Mensch.
So, dann sollen die sich doch jetzt einfach mal das... Die wollen echt einfach nur... Warum? Weil... Warum? Warum ist es so? Weiß nicht. Ey, warum ist sie sauer? Wegen der Zeit. Hä? Nice. Du hast nochmal den Day gesaved. Save the Day. Ja. Aber da hat die hat eins. Die hat eins. Ja, ich finde es gut. Die feiert's übel. Sehr gut. Sehr schön. Der Laden läuft, du. Der läuft. Wie mein Durchfall heute Morgen. Schöne Sache. Oh, die geben so schon Trinkgeld, obwohl die noch nicht mal fertig sind. Brav, brav. Wir machen. Okay, komm, wir haben ein bisschen Geld gemacht, ne? Ja. Ja, Leute, da sind wir gut, oder? Müsste ich schon zugeben. Deswegen, das geht schon, wenn du überlegst, wie wir am Anfang gestartet haben, ne? Ja, ja, wir steigern uns. Deswegen, da kann man überhaupt nichts sagen. Plus gemacht mit Blackjack und so, das passt. Hey, nur die essen jetzt alle deins. Der ist doch schmutzig, der Teller, aber okay. Wenn das nicht als schmutzig gesehen wird, dann baue ich den da gerne rein. So, wir achte darauf, dass dein... Machen? Mach mal, ich pack deins mal hier rein, Kühlschrank. Haben wir nice. Doch gut gemacht. The day is over. W's in the chat. Ja. Mit Gnu ein Horrorspiel soll ich mal spielen? Oh, boah, Leute, das wäre so nicht. Geil. Lass mal Liefel wieder spielen. Okay. Ich habe so geile Mods. Ja, der nächste Folge Liefel bist du dabei. Ist das ein richtiges Horrorspiel eigentlich? Ja, schon. Mit den Mods wird es schon cool. Okay, Liefel, sagst du ja. Bitte, 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 bitte. Kann ja machen. Aber ich bin die Tage demnächst wieder nicht da. Ja, aber wir quatschen. Ja, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst viele Daumen nach oben da, alle Links von Maxi unten in der Beschreibung. Wenn ihr Bock habt, dass wir dieses Game weiterspielen bis zum nächsten großen Haus, dann sagt das auch gerne. Ich passe mich da gerne auch Maxi an, wenn er sagt, kann er sich vorstellen, gerne. Und wenn nicht, dann sagst du mir auch einfach gern Bescheid. Ja. Boah, es sieht aber echt gut aus hier, wirklich. Was? Fliegt der Teller? Egal. Okay. Der fliegt hier. Danke, Maxi, für deine Zeit. Das war mir ein Vergnügen. Mhm. Haben wir gut gemacht. Ja, fand ich auch. Ich würde sagen, ich nehme mir ganz kurz eine kleine Belohnung ab. Ein kleines Bier nur am Abend. Das muss doch auch mal sein. Okay, wir starten nächstes Mal wieder bei 0 Euro. Ich sehe es schon. Nein, einmal ganz kurz. Ich mache nur die 90 weg, damit wir auf 250 sind.